So Freunde, der Tag nach der Deutschlandtour, es wird wieder gegrillt. Naja, kein Grilljunkie-T-Shirt mehr übrig. Ich hoffe, ihr könnt es mir vergeben. Was machen wir heute? Wir machen leckere Hähnchenbrust, gefüllt, gerollt. Das weiß ich noch nicht so genau. Das wissen wir noch nicht so genau. Ja, es ist wieder lustig heute und das Ganze in Blätterteig. Auf der, wie heißt das Ding? Grillplatte, Griddleplate, auf der Weberkugel. Geh mal rein, leg mal los, schau mal meinen Schatz heute auf die Finger. Heute habe ich die Kohlen vorher angefeuert, aber jetzt muss ich rein. Mein Schatz hat schon geschrien. Leute, die Hähnchen, ja, Brüste liegen schon da. Die muss ich jetzt bloß der Länge nach aufschneiden, dass man sie nachher rollen kann. Ja, ich habe eigentlich gedacht, Schatz macht's, aber nee. Verdammt. Okay, machen wir schnell und dann sehen wir uns wieder. Ja, genau so, mein Schatz. Und schon hat man so richtig schöne Fladen. Auch wenn man sie so katastrophal aufgeschnitten hat, wie ich vorher. Oh, schaut, die schauen schön aus. Ja, das sag ich doch. Wunderbar, wunderbar. Die Hähnchen sind alle fertig geklopft und zum langsam Entwöhnen von der Tour nehme ich jetzt zum Würzen den Ofa von Klaus, den wir auch auf der Tour des Öfteren verwendet haben. Ja, dann fällt die Entwöhnung nicht so schwer. Da kannst du ruhig schön draufhauen. Oh, Schatz kann nicht auf mich warten. Also, Schinken. Käse. Was haben wir für einen Käse? Ganz normalen Emmentaler. Ein Emmentaler. Ja. Nochmal Schinken. Okay. Und dann saubers einrollen. Oh Gott. Oh mein Gott. Du darfst doch Michi zu mir sagen. Wem ist denn das wieder eingefallen? Dir. Ich bin komplett unschuldig. Also die zweite Lage Schinken ist zu viel, eindeutig. Ist zwar nett gemeint, aber definitiv zu viel. Ich weiß nicht, wie das rollen soll. Also so einfach, wie ich mir das wieder vorgestellt habe, ist das leider nicht. Weil normal müsste jetzt gleich ein Spieß durch. Da kommt kein Spieß durch. Und zwar, weißt du auch warum? Ja, weil ja der Blätterteig noch rumkommt. Wir haben keinen Spieß durch. Wir machen da jetzt noch ein bisschen Ofa drüber, außen. Ja, so machen wir das jetzt erstmal mit allen vorbereiten und dann geht's mit dem Blätterteig weiter. Na nun, kommt jetzt Trick 17. Ja. Probier das jetzt einfach. Erst bei 5 Minuten in Folie. Ja, und wie wirst du es dann im Blätterteig kriegen? Einfach rum. Oh, lass mich in Ruhe. Also Leute, weiter geht's mit den anderen. Also Leute, sie hat es perfektioniert. Von beiden Seiten gewürzt, sauber eingerollt und ich muss jetzt wieder eine Folie holen. Also ich habe ja noch nicht wirklich den Schimmer, wie das funktionieren soll. Wahrscheinlich aus der Folie dann wieder auspacken und dann in den Blätterteig rein, aber wir werden sehen. Auf alle Fälle gehe ich jetzt einmal schnell raus und schaue mal nach den Kohlen. Hei, mein Schatz, ich glaube, da hast du dich ein bisschen verrechnet, weil eine Platte wird niemals ausreichen. Aber 3 Stück, kann ich dir sagen, kriegen wir eventuell raus. Ich habe jetzt mal zurechtgeschnitten und ja, den dritten müssen wir dann schon stückeln. Und das geht halt jetzt gerade so aus. Oh, das machst du aber schön, mein Schatz. Oh, Leute, die kann das mal richtig gut.
Habt ihr das gesehen, wie die das umgeklappt hat? Na, aber hallo. Ja, die erste schön eingepackt. Und dann zweite, ja, und das dritte werden wir halt irgendwie stückeln. Tja, wenn Frauen ohne Einkaufsliste der Männer zum Einkaufen gehen. Ja, wenn Männer sich wochenlang in der Weltgeschichte rumtreiben. Zu Bahnen gezogen, also nebeneinander und mit der Gabel jetzt noch ein bisschen so platt drücken, dass es etwas besser zusammenhält. Und schwuppdiwupp haben wir wieder eine Fläche und haben bloß so ein kleines Stück übrig. Jo, dritte einpacken und ja, die anderen zwei legen wir halt dann so auf den Grill. Da fällt mir schon noch was. So Freunde, für die letzten zwei folgt Plan B. Zuerst haben wir ja gedacht mit Toastbrot, aber nicht funktioniert nicht ganz so wirklich. Und jetzt ist Schatz gerade dabei, ja, die anderen zwei Hähnchenrollen zu panieren. Und draußen auf dem Echo Zoom oder ja, auf dem Echo Zoom, Versa heißt er, glaube ich. Und nee, der Chat. Den Chat habe ich heute im Einsatz. Stellen wir dann meine etwas ältere kleine gusseiserne Pfanne drauf und da braten wir sie raus. Da liegen sie, schön noch mit Ei bestrichen. Der Chat heizt ordentlich durch und ich denke, auf die Weberkugel können wir jetzt die drei Teile schon mal drauf packen. Ja Leute, das Ding ist soweit durchgeglüht. Schmeißen wir uns das Ding hier rein und naja, ich glaube, das wird mehr frittieren als braten. Weil eine gute Hitze kriegen wir ja vor dem Teil. Und da haben wir uns jetzt schöne Ladung Öl rein. Dass die Teile so richtig gut da drin schwimmen können. Stopp. Du sagst Stopp. Ja. Leute, ich muss aufhören. Ich hätte jetzt noch mehr rein. Schatz hat Stopp geschrieben. Dann lassen wir das aufheizen und dann können wir unsere panierten Hähnchenrollen reintun. Ich denke, man kann sehen, es ist Bewegung drin und ich schmeiße jetzt die Teile einfach mal rein und ja, hoffe, dass das Öl soweit heiß ist. Aber das werden wir gleich sehen. So. Ja. Reicht aus. Also Bratfrittieren könnte man auch sagen. Ja, hier drüben sieht es auch schon gut aus. Da messen wir nachher dann, wenn der Blätterteig soweit ist, messen wir drüben auf alle Fälle mal die Kerntemperatur. Ja, und so werde ich die jetzt anbrutzeln, drehen, brutzeln, drehen, brutzeln, drehen, brutzeln. Das Ganze viermal. Und dann gucken wir mal, wie weit die sind. Und bevor jetzt wieder die Fragen kommen, den EchoZoom-Chat habe ich damals von www.sicherstadt.de. Ich habe es hier unten drunter, hier entlang hingeschrieben, bekommen zum Austesten, zum Ausprobieren. Das Ding ist genial und ihr seht es ja, auf die Schnelle draußen mit der Pfanne arbeiten. Und ich glaube fast, ich kann die Dinger schon umdrehen. Das ist ja schneller als die Polizei erlaubt. Ich habe jetzt auch, muss ich ehrlich gestehen, ziemlich viel Kohlen unten reingehauen. Viel zu viel eigentlich. Aber ja, sie werden. Waren fast schon zu lang. Aber das wird. Leute, das wird. Ich befürchte fast, ich habe wirklich zu viel Kohlen rein und runterregeln kann ich das nicht. Deswegen mache ich hier jetzt dann ganz einfachen Trick. Sobald die
soweit fertig angeknuspert sind im Öl, lege ich die drüben noch mit auf die Platte. So einfach machen wir das heute. Weil durch sind die mit Sicherheit jetzt dann noch nicht. Dann gehen wir rüber und legen es mit auf die Griddle Plate. Der schnelle Standortwechsel. Also die sehen schon mal nicht schlecht aus. Ja. Dann legen wir die hier einfach mit drauf. Gut, die sind ruckzuck dunkel geworden hier. Warten, bis alles soweit fertig ist. Dann könnten sie sogar gleichzeitig fertig sein. Der hat sich wieder zugeschoben. Dann muss ich mal hier oben von unten einen Körnerschlag reinmachen, dass sich das wieder spreizt, dass der Deckel nicht so verdammt lose ist. Also der Lüftungsregler. Und das will ich euch auch nicht unterschlagen. Ich bin gerade nebenbei noch die Kohlen vom Ecosum Jet dabei rüber zu wuchten im Grill. Verschenkt wird nichts, und bevor das Ding jetzt sinnlos da hier noch verglüht, schmeiße ich halt hier die Kohlen rein. Dann haben wir hier drin ein klein bisschen mehr Hitze. Es sind zwar schon gute Kohlen, aber ja, Hitze, durch was kann das ersetzt werden? Richtig, durch noch mehr Hitze. Ja, weiter grillen, brutzeln, braten, backen. Ja, Schatz, was machst du da? Gucken, ob fertig ist. Ich will das auch mal testen mit dem Pixi da hier. Also ich würde sagen, wenn du das so über dem Grill machst, dann kriegst du Rest da oben am Unterarm. Nein, die sind fertig. Wir werden sie runternehmen. Ja, Schatz, du kannst es ja. Du hättest dich ja verköstigen können, während ich nicht da war. Hätte? Ja, aber ich war so fleißig. Ich habe ganz viel gearbeitet in dieser Zeit. Ja, Leute, dann sehen wir uns drüben am Tisch. Optisch gesehen ist die Geflickte doch gar nicht mal schlecht geworden. Also hat hervorragend funktioniert. Und ich habe mir eine frittiert gegrillte genommen. Ja, die werden wir jetzt beide anschneiden. Und ich glaube, irgendwas an Zubehör kommt jetzt auch gleich noch dazu. Ach Schatzi, warum hast du jetzt nicht auf mich gewartet? Bist du da? Ja, Leute, schau mal rein. Schau mal rein. Ups. Ja. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. In diesem Falle würde ich mal sagen, ein gültiger Versuch. Wir haben ja den Ofer dazu genommen. Und ja, weil wir schon mit Klaus gewürzt haben wir hier noch sein Lieblingsgericht als Zubehör. Und das habe ich jetzt lecker. Gewusst. Nein, mein Schatz. Damit kannst du Klaus jagen. Echt? Ja. Okay, dann ich werde hier mal mein Töchterchen sagen, bitte auseinanderschneiden. Aber ich denke mal, die wird von innen nicht viel anders aussehen. Außer, dass sie paniert ist. Paniert gegrillt. Jo. Oh, geil. Okay, ich werde mir es jetzt schmecken lassen. Natürlich noch mit Probiererle. Natürlich pusten, dass wir uns die Gosch nicht verbrennen. Ja. Ab in den Hals. Oh, sehr lecker, wirklich. Sehr lecker. Also ich finde das Zusammenspiel Hähnchen und Ofer eigentlich genial. Blumenkohl? Rosenkohl. Rosenkohl. Hm.
ich mag ja das Zeug wirklich gerne. Mein Schatz, wie schmeckt es dir? Dann machen wir gleich das Fazit fertig. Schmeckt sehr gut. Muss ich mich ja selber loben, also... Ich hab dir dabei geholfen. Mhm. Vergiss es nicht. Und du hast mir geholfen. Also, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, welche Variante besser ist. Die patinierte oder die mit Blätterteig. Macht es, wie ihr es wollt. Jeder nach seiner Fassung. Also, gehen beide. Mhm. Sehr gut. Richtig geil. Okay, Freunde. Dann sehen wir uns das nächste Mal im Tourvideo von der Deutschlandtour Tag 1. Also dann, wir sehen uns. Ciao.